Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. So, wir wollen ich den nächsten digitalen Trip Mann, wilde sehen. Audiowellen, mit denen dein Gehirn Achterbahn fährt. So, mal gucken, was denn da so vor sich geht. Der Trip lässt die Blumen sprießen oder so, stand da. Ich bin gespannt. Oh, ich fürchte, wir dürfen fliegen. Wie cool ist das denn? Well, nein. Auf jeden Fall ein lustiger Trip. Okay. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Wir machen einfach mal den nächsten Kurs. Aha. Wir dürfen nicht aufklatschen, um das voll zu kriegen. Wow. Okay, komm, reicht. So, wir wachen mal auf. Haben jetzt auf jeden Fall einen lustigen Trip erlebt. Und wissen jetzt auch, was das für einer ist. Mein Kopf. So, oh, guck mal, da ist noch ein Verbrechen. Kann ich meinen Ruf mal ein bisschen aufpolieren. Okay, also was nützt mir die Kamera, wenn ich rauskomme? Also in dem Moment, was hab ich da? Ist una brisa fria. Ja, komm, da können wir auch zu Fuß hinlaufen. Das ist ja nicht so weit. Na, ich bin ja egal. So. Na, guck mal, gehen wir da durch. Können wir direkt noch was mitnehmen. Tut mir leid. So. Glaubst du, das lasse ich mir gefallen? Alles wird gut. Stehen bleiben. Das krieg ich dich so oder so. Ah, komm. Hey, pass auf. Oh.
So. Ein und aus. War das jetzt der Verbrecher? Ja, war er wohl. Na, ich glaube, da machen wir jetzt tatsächlich erstmal mit der Kampagne weiter. Weil bei dem Fixer-Auftrag können wir ja sonst wo landen, ey. So, dafür hätte ich jetzt aber gerne Karre. Auf keinen Fall. Das passiert jetzt nicht. Das kann nicht wahr sein. Am besten nicht GTA-Stil. Oh, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Muss doch irgendwo eine Karre rumstehen. Na, guck mal. Hey, hey! Geht's noch? Sogar eine schicke. Ah, Mist. Ja, oder ich laufe einfach hin. Bin ja jetzt eh schon da. So gut wie. Was? So. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesonnen, zu gefährlich. Okay. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Du kleiner Hunde. Boah. Damien, was machst du denn? Das Gespräch war lustig, die sagt mir. Dich schnapp ich mir. Meine Schwester zu bedrohen, ey. Ah, das perfekte Auto dafür. Der Hurensohn spielt mit mir und ich fall drauf rein. Was macht er denn? Er tut ihm nichts. Ich bring ihn um, wenn sie anfassen. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzuhalten. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angreift. Scheiße. Ich muss ihn erledigen. Wie man nicht fährt für seine Schwester. Hat ich auf einmal so ein Max-Bike, ey. Verpackender Sonnenschein. Bitte durch, Leute. Ich komme. Ja. Ich hab deinen Zaun was gekürzt. 6 Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung. All das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von
von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Oh! So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Hey, Dad! Nikki, wo bist du? Nikki! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. Alter. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sah ja alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Wo sie sind, ist nur Nikki. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nikki. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nikki sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn's wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. Alter, ich schieß dir noch die zweite Kniescheibe weg, ich schwör's dir. Wo ist Jax? Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, Scheiße. Jemand verfolgt ihn. Na dann. Damien darf sich Jax nicht holen. Er muss sicher sein. Na los, ich kann es schaffen. Ich schnapp mir Jax und dann. Nikki. Er hat Nikki. Okay. We'll be right back.
die Seite. Raus. Wir machen Deal. Geht in Deckung. Scheiße. Okay. Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Na los. Dr. Mendez hier. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Mr. Pierce, wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nicky muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig, aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann, wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. So. Na, kriege ich keine SMS? Ach so. Der Rest passiert scheinbar von selbst. Na gut, ich gehe da hinten noch schnell abholen, was da zu holen ist. Und hey, mein Geld! Alles. Der hat mein Geld gestohlen! Hey, langsam! Was das kann er nicht machen, oder doch? Ja. Na gut, komm, das nehmen wir noch mit. Das ist unten. Frage ist, wie tief es runtergeht. Doch, geht. So.
Gut, dann nehmen wir jetzt noch die sammelbaren Sachen mit und dann war's das für heute. Also wenn ihr das nicht mehr sehen wollt, dann könnt ihr jetzt praktisch schon abschalten. Für alle die halt noch zuschauen möchten, bis es vorbei ist, können jetzt gerne noch weiter gucken. Sinnlose Informationen. So. Guck mal, da können wir hoch. Wunderschön. Du sprichst Hackersprache. Ja, cool. So. Erstmal das, damit wir das aktivieren können. Na, das ist ja pipi einfach. Ich hasse dich. Du ekliger Wal. Jammerst du und meckerst du. Okay. Seltsame Frau. So. Hier ist auf jeden Fall was. Aha. Okay, dann mal ran. Halt dich nicht unnötig mit Angestellten. Ja, hab grad neun. Was willst du nicht? Oh Gott. Ob ich das rechtzeitig schaffe? Die müssen derzeit das Handwerk legen. Na komm. Hallo? Das kann ich ja gar nicht hacken. Was soll denn das? Ich jetzt echt unnötig Zeit verschwendet. Vielleicht verübe ich hier diesen ständigen Drucktrottel. So. So. Schnell rüber. Könnte ich tatsächlich noch schaffen. Muss mich jetzt echt nur beeilen. No, Forest. So. Gut, dann noch bis ans Ende laufen. Das krieg ich hin. Ja, schaffe ich. Sehr schön. Keine Ahnung, was es mir bringt, aber ich habe es geschafft.
okay, es geht um voll. So. Am Anfang war ich von Blums Vision echt begeistert, genau wie du. Ich habe das ganze Marketingpaket geschluckt. Verbesserte Lebensqualität durch Hyperkonnektivität und all das. Na, das tun sie auch. An der Spitze sitzen Visionäre. Philanthropen. Blum hilft dabei, die Unterprivilegierten auszubilden. Sie sind umweltfreundlich. Sie unterstützen alles, von sozialen Programmen bis hin zu medizinischen Forschungen. Diese Dinge sind real. Aber weißt du, an wessen Schreibtisch ich sitze? Raymond Kelly. Und das rüttelt einen schnell wach. Okay. Cool, haben wir doch wieder was geschafft. So. Ja. So. Ja, schon klar. Richtig, aber... Oh. Ja. Komme ich irgendwie noch in... Aha. Okay, alles. So, ach nix, Fortschritt. Ja, aber, ist gut. So, das wollte ich. Wir müssten mal was in den Kampf nochmal stecken. Was haben wir hier? Oh. Alles so teuer. Das können wir eigentlich hier beim Hacken. Okay. Na komm, nehmen wir jetzt einfach hier was. So. Gut. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dann, tschüss, euer Adi.